Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem Jake. Und dem Tobi. Oh yeah, mit Sparta gegen Seleukiden. Zwischen uns ist noch Galatien, aber nicht mehr lange. Und ja, der Jake ist dran. Okay. Ich glaube, wir hatten die Runde nur deswegen noch nicht beendet, weil wir vom Speichern her so rausgekommen sind. Achso, ja, okay, dann. Aber es kommt mir gerade ganz gelegen, weil auf diese Weise kann ich noch eben ein paar diplomatische. Was heißt diplomatische? Ein paar. Familienangelegenheiten machen. Oh, ja. Ist auch sehr wichtig. Ja, ein paar Intrigen schmieden. Und, Achso, warte, sie ist ja schon verheiratet. Und sie auch. Oh Gott, der Typ hat durch seine Ehefrau plus 5 Korruption fraktionsweit. Ui. Ja, nicht so eine gute Ehefrau, würde ich sagen. So. Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle aber sagen, wieder schauen, reingehauen und weiter. Okay, dann danke fürs Zuschauen und so. Wir sehen uns beim nächsten Mal, lass doch ein Like da. Wenn wir so weitermachen, ja, haben wir 10.000 Folgen, so immer so 2 Sekunden. Hä, hey, nee, das war jetzt bestimmt eine Minute. Ja, na gut. Mein Fehler. So, Saba ist wieder da. Saba ist am Start. Öha! Was machen die da? Ja, Peniskopf. Dieser gemeine. Was für ein Kopf? Oh nein, ich glaube, wir dürfen wieder anfangen. Uiuiui. Weißt du noch, also das, die Folge kam erst gestern raus, soweit ich weiß. Unsere letzte epische Schlacht mit der, mit dem Dorf, wo du mich abgefangen hast. Weißt du noch? Mhm. Genau, und das ist genau dasselbe Dorf. Er greift mit 3600 Leuten an und ich habe 2000. Gut, let's go. Ah, du spielst große Armee. Ja, ich ist. Aber es sind. Hä, warte, das sind jetzt hauptsächlich Schiffe? Ne, es sind hauptsächlich Landeinheiten, okay. Uiuiuiui. Also, ja, ich glaube wieder, dass du keine Chance hast, weil ich hoffe, dieses Mal bin ich wirklich drin. Ich kotze, wenn nicht. Aber ganz ehrlich, ich stehe eigentlich wieder genau drin, aber letztes Mal hat er das auch nicht. Ah, warte, das war die Stadt, wo ich ungefähr 1 Milliarde Kavallerie-Einheiten hatte, du dich da sogar am ganz Ende vom Hafen zusammengepimpft hast. Genau. Ah, und ich dann da mit meinen Kavallerieeinheiten einfach nur in deine Speere reiten konnte. Ja, genau. Ah. Und das, wo du so verwirrt warst, dass ich meine Kavallerie gegen deine Armee rennen hab lassen, aber dabei habe ich mit den Opfern quasi Zeit geschändet und das hat. Ja, genau, um deine Formation aufzubauen. Ja, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Das war ja. Ich war ja total am Arsch der Welt. Uiuiui. Naja. Vielleicht passiert heute genau dasselbe nochmal. Ja, oder ich töte dich. Oder du tötest mich. Also, Einheiten genug hast du eigentlich. Oh nein! Du stehst wieder nicht drin. Ja, oh Mann, ich stehe genau da, wo ich wo ich letztes Mal stand. Okay, ich weiß nicht, wie es von dir aus ausschaut, aber von mir aus können wir. Oder warte. Halt den Mund. Oh, okay. Halt dein Maul.
Shit. Hey. Bleib gefälligst hier. Hä, wer bleibt gefälligst wo? Gut, wir können. Okay. Oh Gott. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ich hab echt ein Déjà-vu. Ich hab wirklich sowas von Déjà-vu. Aber jetzt mal schauen, ob du mich dieses Mal abfangen kannst. Haben die sowas wie einen schneller Rudern-Modus? Nee. Ja, eigentlich schon, aber der muss sich immer aufladen. Kriege ich nicht von noch irgendwo Verstärkung? Ah ja. Ja, jetzt. Vom Land. Unser General wird angegriffen. Ich schieb mal das eine Schiff an Land, ja, danke schön. Gerne, immer gerne. So, okay. Ach du Kacke. Jetzt muss ich hier erstmal sortieren, Mann. Das ist ja. Lass dir Zeit. Nee, ungern, ehrlich gesagt. Ach so. Ja. Aber dieses Mal hast du, glaube ich, nicht so viele Kavalleristen wie letztes Mal. Naja, okay. Ich nehm's zurück, ja. Du hast echt ein bisschen was. Was ist denn hier mein General? Habe ich hier gar keinen General? Hm. Willst du etwa in die Stadt rein? Könnte passieren, oder? Das finde ich nicht ganz so geil. Hm. Ah, hier ist mein General. Ah, wieso wird er nicht angezeichnet? Angezeigt. Was ist denn los mit dir? Rushed für den Cap. Wo sind deine behinderten Piken jetzt? Oh! Du hast da ja Einheiten. Ja, das sind die vom Schiff. Nein, nein, die meinte ich nicht. Ich meinte... Ah, welche waren das nochmal hier? Warte, eins. Ah ja. Das ist ein schändlicher Angriff. Ein bisschen Umsortiererei. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sei mal schneller hier.
Du. Was für eine Einheit ist eigentlich dein General? Welcher? Ich habe zwei. Bogenschützen. Genau, das ist ein Bogenschütze. Ist ein bisschen verstopft da hinten jetzt. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ach, warte, da hinten sind ja jetzt noch mehr. Oder warte, sind das die? Ah, das sind die, okay. Lauft! Oh, warte, du hast ja hier noch ein Schifflein. Was, wo? Oh, hi, danke. Es sind halt nur noch drei Mann an Bord, ne? Egal. Aber bis zum letzten Mann. Ja, aber sowas von. Bitte sag mir, dass du den jetzt nicht da an Land schickst, wo alle meine Kavalleristen stehen. Nee, ich lass ihn einfach da hinschießen. Ah. Oh Mann. Könnt ihr mir erklären, warum ihr nicht plänkelt? Ich hab sie abgefangen. Ja, aber die sollten eigentlich deine Truppen angreifen und wegplänkeln, wenn ihnen irgendwer... Ja, ich hab sie ein bisschen eingequetscht, glaube ich. So, warte, wo sind jetzt eigentlich meine... Ich habe das Gefühl, deine Pferde wollen nicht so richtig mich angreifen. Kann das sein? Ja, die haben Kurzzeitgedächtnis. Von wegen, ich sollte vor einer halben Stunde den angreifen. Ja, jetzt würde ich nicht mehr. So. Uiuiuiui. So, meine ganzen Einheiten sind jetzt voll erschöpft. Super. Oh Mann. So, das wird lustig. Ihr sollt euch hier aufstellen, ihr Vollmongos. Ja, das ist halt auch wieder so eine Aktion, wo ich mich dann so frage und mir so meinen Teil denke, so... Was tun die? Warum rennen sie volle Latte? Das ist in meine Phalanx. In deine Phalanx? Hast du irgendwie so ein Tank-Spell oder so? Ja, Taunt. Ja, du hast übrigens drei Einheiten hinten noch vergessen. Habe ich gar nicht. Die gehören dahin. Achso. Ja, dann schnappe ich sie mir mal kurz, oder? Ach so, nee, die kommen jetzt erst rein. Ach so, weil ein paar von dir gestorben sind. Ah, ja, du hattest über 40 Einheiten. Genau. Ja. So.
erstmal dahin. Sind das eigentlich nur Fernkämpfer? Ja, komm. Jetzt bunkerst du dich ein, oder was? Was ist mit dir verkehrt? Ja, in deiner Stadt bunker ich mich ein. Ja, das, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Es würde mich sehr wundern, würde dir das gefallen. Reicht das? Könnt ihr von da aus schon? Oder müsst ihr noch weiter? Könnt auch noch weitergehen, ist mir wurscht. Ah! Es geht also los hier! Perhaps. Ah, geil. Ich habe eigentlich alle meine Kavalleristen zu deinen Fangkämpfern geschickt, aber nur eine ist geritten. Okay, ja, mein. Muss ja auch nicht, ne? War nur ein Vorschlag vom General. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Was wie eine Einheit ist umgekommen. Ja, natürlich die Kavalleristen, weil die im Stich gelassen wurden. Solche Idioten. Eines unserer Schiffe brennt! Was, du hast mein Schiff angezündet? Hä, was? Nein! Doch, ich hab doch. Sowas würde ich doch nie tun. Ich hab's doch gesehen. Hast du gar nicht. Es wurde mir gerade gesagt. Habe ich eigentlich irgendwie sowas wie ein General oder sowas? Ihr muss eigentlich schon. Ich erblicke ihn nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Warum werden die mit dem Schwert angezeigt und das sind Adelsspeerkämpfer, Mann? Es sind adlige Speere, die können sie auch schießen. Was? Was denn? Ich glaube, ich weiß, warum du gelacht hast, oder? Wegen den Pferden, ja. Oder? Ja. Die Schilder, ihr Leben, laufen da ganz entspannt lang. Vor allen Dingen, die sind schon hingerannt, aber... Ja, als sie da waren, nö. Wollen sie nicht mehr. Jo, das sind Spezialisten. Siehst du das? Was gerade passiert? Was denn? Nee. Achso, deine Pferde. Ja. Na cool. Ihr dürft da jetzt wieder raus. Ja, so gut können Pläne aufgehen, nicht wahr? Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich habe aber das Gefühl, du hast einfach ungefähr 20 mal stärkere Einheiten als ich. Ja, ungefähr. Aber, ja.
Ja, aber im Häuserkampf sind Pikiniere einfach, ja. Ja, okay, gut, ich habe keine Piken, ne? Ich habe nur Speere. Ja, genau, da sehe ich's schon. Ja, aber die einen, also die Pikiniere werden doch ziemlich aufgerieben von dir. Ja, das will ich hoffen. Das wäre nämlich auch ziemlich schade, wenn nicht. Na, ich find's nicht so schade. Ja, ich schon. Ach, warte mal, da stehen ja noch Speere. Ja, natürlich. Ja, egal, reinreiten da in den Aal. Und war, bitte? Das sind eh nicht meine Truppen. Ist mir wurscht, wenn die sterben. Okay. Das Einzige, was ich jetzt nicht so cool finde, ist, dass du da auch noch Verstärkung reinballerst jetzt. Ja, muss ja, ne? Nee, muss nicht. Ja doch, ich will gewinnen. Ich muss gewinnen. Musst du gar nicht. Natürlich. Nein, Tobi, nichts verpflichtet dich dazu. Also, diese Pferde sind echt katastrophal. Du hast keinen Druck, Tobi, du musst nicht gewinnen. Mhm. I see. Mhm, genau. Oh, ich hatte tatsächlich einen General irgendwo. Boah, wahrscheinlich einer von den Pferden oder so. Okay. Ich hatte gerade einen leichten Aussetzer, weil ich habe verstanden, mein General ist tot. Also unser General ist tot. Das wäre natürlich sehr schlecht gewesen, weil der ist richtig heftig. Und das war jetzt kein Aufschrei, dass du jetzt all in gehen sollst. Oh mein General. Warte. Nein, sonst ziehe ich ihn zurück. Ist die Frage, in welche Richtung bei dir gerade Rückzug definiert ist? Ja. Nach vorne. Hey, jetzt mal ohne Witz. Ich finde deinen General nicht mal. Das ist ganz gut. Die fliehen, bevor sie überhaupt reingelaufen sind. ja, jetzt fliehen alle. Aber ich hatte den Punkt schon eingenommen. Ja. Die Stadt gehörte zwischenzeitlich quasi schon mir. Ja, bei Großstädten ist es wirklich so, dass wenn du den Hauptknotenpunkt hast oder so zwei, drei, dann hast du instant gewonnen. Aber bei so kleinen Dörfern ist das nicht so. Oh Gott. Ja, es war schwerer als das andere Mal. Ja, weil ich halt dieses Mal die Idee deiner Strategie schon kannte, aber ich hatte halt einfach scheiß Einheiten, ne? Ja. Muss man jetzt einfach mal zugeben an der Stelle. Ich meine, wenn du dir anschaust, die Verlustzahlen, 2394 Verluste und nicht mal 1000 von deinen gekillt. Aber du hast ziemlich viel Friendly Fire gemacht. Also du hast 200 selbst gekillt. Ja, kann gut sein, weil meine Bogenschützen halt auch einfach kacke waren. Ja. Aber wie halt
wieder meine Hauptarmee, die in der Stadt steht, nicht in der Stadt steht. Ja, Mann. Aber ich glaube, ich tue jetzt einfach alle anderen Armeen da raus. Vielleicht kommt er deswegen im Bedrängnis oder checkt er das nicht. Sehr gut möglich. Idiot. Idiot. Mhm. Aber sagen wir so, gegen Sparta hätte ich haushoch verloren. Ja. Vor allem, also, weil ich auch Piken habe. Ja. Und ich meine, ich habe ja schon Piken mit Piken, also Speeren Rang 2, ne? Mhm. Ja, aber meine sind, glaube ich, dann ebenbürtig, weil die Silber 2 oder 3 sind. Ich glaube, das Erfahrungsräume oder was? Genau, ja. Das haben meine Piken, sind aber, glaube ich, auch Silber 2. Okay, dann sind deine besser. Aber allgemein, deine sind, glaube ich, mit der Moral besser. Aber können wir ja... Ja, genau. Halt schauen. Es ist Sparta. Ey, das Krasseste, was ich echt jemals in der Schlacht hatte, war, dass sie da noch eine Einheit mit 5 Hanseln stand und nicht gewankt hat. Ja. Ja, ich weiß noch, da habe ich bei den Rome Let's Play, also wo ich eben Rom historisch spiele, da hat der Spartaner mich mal ziemlich fett angegriffen und ich habe es sogar geschafft, weil da meine Fullstack-Armee drin war, aber er hatte noch seine Generalseinheit und sonst nichts mehr und ich bin halt einfach mit allem voll drauf. Und Fazit ist, 5 meiner Einheiten sind geflohen und er hatte nur noch einen Typen und der ist gestorben und nicht gewankt. Also, so übertrieben krass. Ja, aber das merke ich auch wirklich, wenn ich die ausbaue, so wie du die, wie die Moral halt wirklich pervers gepusht wird teilweise. Ich glaube, ich habe neulich geschaut, ich habe auf meinem Solo-Spielerstand, habe ich, glaube ich, eine Einheit mit 150 Moral oder so. Das ist halt wirklich. Weißt du, du baust halt einfach überall diesen Tempel des Ares und dann ist halt... Ja... So, okay, also, ich habe jetzt, also das, was du gerade gespielt hast, waren die letzten von ihrer Art. Also die letzten ihrer Art. Hä, was? So. Warte mal. Ich greife jetzt mit Wolfpack an, also eine Stadt und die Garnisonsarmee, der sagt, dass die Garnisonsarmee besser ist als meine Armee. Warte mal. Ja, okay, ich habe nur 15. Ich hole mir mal 2 Bogenschützen noch dazu. Okay, dann bist du bereit. Warte, wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf, Junge. Okay. Push. Gut, dann die Schlacht gegen die Garnisonsarmee werden wir dann nächstes Mal sehen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschaußen!